Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und ich freue mich noch viel, viel mehr über 100 Abos. Ey, vielen lieben Dank. Heute wurde es geknackt. Direkt eine Nachricht von der YouTube Studio App bekommen mit herzlichem Glückwunsch. Ich habe es heute Morgen gelesen, als ich aufgestanden bin und dachte mir so, yay, besser kann der Tag doch gar nicht starten. Vielen lieben Dank an euch da draußen, auch dass Valheim so gut ankommt, dass ihr so viel mitmacht, die Likes da lasst und natürlich die Abos. Auf die nächsten 100 oder 150 oder 1.380.000. Mal gucken. Auf jeden Fall, schöne Sache, freut mich sehr. Wir machen heute ein bisschen weiter mit, ja, eigentlich mit Silber sammeln. Ich würde sagen, wir sammeln noch etwas Silber. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Da hinten die Kohlenmeiler haben auf jeden Fall ordentlich gearbeitet. Wir reparieren hier nochmal alles fix. Und da müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt aktuell ganze 17 Silber am Start. Kohletechnisch hier drüben. Das ist noch am Werkeln. Hier ist fertig. Hier haben wir immer noch 5 Stück. Jetzt haben wir schon mal 3. Das heißt, 20 Silber sind da. Müsste doch eigentlich bedeuten, dass wir irgendwas upgraden können, oder? Ach, Wolfspelz hat das genau. 10 Silber und Wolfspelz. Ich glaube, am Wolfspelz hing's. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. Also legen wir uns jetzt eine Runde schlafen. Obsidian-Pfeile haben wir auch noch nicht ausprobiert. Das machen wir dann direkt mal als nächstes. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns vielleicht nicht unbedingt die Silberader noch weiter abbauen. Sondern mal ein bisschen noch den Rest des Gebirges erkunden. Und ein paar Wölfe hoffentlich erledigen. Wir brauchen jetzt erstmal Wolfspelz. Dann können wir nämlich auch... Oh, meine Maus hat gerade nicht reagiert. Ganz komisch. Deswegen habe ich jetzt gehauen, weil ich habe links und rechts bewegt, nichts passierte. So, wir brauchen jetzt erstmal Würste. Gib mir Würste. Wo sind Würste? Irgendwo hier oben, ne? Muss hier mal wieder überall ein bisschen Harz reinpfeffern. Komm, das machen wir mal noch schnell. Auch wenn es langweilig ist. Wenn es hier so dunkel ist, ist immer doof. Ich fände das irgendwie cool, wenn es Fackeln geben würde, wo man viel, viel mehr davon reinpacken kann. Also, dass wir natürlich keine Lichtquellen haben, die unendlich lang funktionieren. Okay, verstehe ich, wir haben keinen Strom. Aber ich finde das ständige Aufgefülle ein bisschen nervig, muss ich sagen. Weil halt auch überall immer nur 4 Stück reinpassen. Wäre halt geil, wenn, keine Ahnung, wenn es irgendeine Fackel gibt, wo 40 reinpassen. Und dann einfach mal 2 Wochen Ruhe haben oder so. Aber naja. Meckern auf hohem Niveau. Tränketechnisch sieht es nicht mehr so gut aus. Wir haben bestimmt noch was in den Kisten, aber da müssen wir eh demnächst mal wieder aufstocken. Wir teleportieren uns. Jetzt erstmal Daumen drücken, dass wir nicht erfrieren. Dass es nicht wieder rumbuggt. Das wäre echt schlecht. Vielleicht war es auch kein Bug, sondern wirklich irgendwas, was wir noch nicht wissen, aber ich glaube fast, es war ein Bug. Hier sieht es erstmal gut aus. Was ist denn hier oben passiert? War hier wieder ein Golem unterwegs? Oder... Ach, na hallo. Hat er uns jetzt schon gecheckt? Eigentlich hatte ich gerade keinen Bock auf Golem, muss ich sagen. Ich will auch die ganzen Steine nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hat uns noch nicht so richtig gecheckt. Dann lassen wir den erstmal da, wo er ist. Weil ich möchte mit euch jetzt hier unten das Gebiet ein bisschen erkunden. Wir müssen nur mal schauen, wo wir hier am besten runterkommen. Ah, eigentlich hätte ich schlau sein können, das Portal mitnehmen. Sonst müssen wir alles wieder laufen. Aber na gut, dann ist das halt diesmal so. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir halt mal ein bisschen rumlaufen. Wir sind ja eher auf der Suche nach Wölfen. So, jetzt probieren wir die Obsidian-Pfeile, obwohl die Drachen sind eh beim ersten Tod. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nur so aussah, aber gefühlt war der Pfeil viel, viel schneller als die davor. Ich glaube, Pfeilgeschwindigkeit gibt es nicht. Sah wahrscheinlich nur so aus, weil der so verdammt nah war. Oh oh, haben wir da? Nee, ist nicht zum... Schade.
Der Ort, an dem dies steht, sah einst einen großen Drachen, der über mir schwebte. Ich versteckte mich in einem Busch, bis er mich passiert hatte. Dieser Stein wurde von Ulf dem Mutigen gemeißelt. Der Ulf war auch einfach überall. Aber hier ist zum Glück kein Drachen mehr. Ich hatte erst die Hoffnung, dass das der Stein ist, der uns den Boss registriert oder lokalisiert. Leider Fehlanzeige. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Knochenwand-Skill habe ich mittlerweile gar keine Angst mehr vor irgendwelchen Gegnern. Ich glaube, wir könnten auch ganz easy, locker, flockig die Ebenen passieren. Aber wir möchten, oder ich möchte es jetzt erstmal noch nicht ausprobieren. Selbst wenn wir jetzt sterben würden, hätten wir halt immer noch eine Stufe 4 Eisenrüstung. Na gut, bis auf den Helm. Aber ansonsten alles andere und ein Bronzehelm notfalls noch drauf. Wir wären halt einfach immer noch ziemlich stark unterwegs. Das ist erstmal schön zu wissen. So, da haben wir Wölfe. Oh geil, One-Hit. 1248 stand da gerade, oder? So viel Leben kann der doch nicht haben. Nee, das war nicht so viel. 142 und ich glaube, da hat einfach dieser Giftschaden die Anzeige da noch eine Zahl mit dazwischen gepopelt. Das wäre ein bisschen too much. Aber cool. 2 Wolfspelze direkt wieder bekommen. Frag mich trotzdem, warum wir nur 90 Leben haben mit der Kombi. War das schon immer so? Oder läuft die jetzt einfach schon wieder seit 2-3 Minuten? Ja, jetzt die Bärenmarmelade fängt jetzt schon an zu blinken. Wir sind gerade mal bei 6 Minuten. So, habe ich die überhaupt neu gemacht? Habe ich die neu gefuttert in der Folge schon? Oder ist das noch von letzter Folge? Ich denke mal eher von letzter Folge, weil so schnell dürfte die eigentlich nicht anfangen mit blinken. So, ich hätte gern Wölfe. Wünschelrute sagt leider auch nichts. Ich weiß nicht, ich mag das Gebirge. Einerseits die Musik ist cool. Man hat auch immer so eine geile Aussicht und generell der ganze Schnee. Es sieht mega cool aus. Und irgendwie die Gegner machen auch Spaß. Es sind halt nicht so viele, ne? Im dunklen Wald hast du halt einfach andauernd irgendwelche Gräulinge, Grauzwerge. Weiß der Geier was? Und es ist halt gefühlt einfach viel zu viel, weil man kommt kaum dazu, sich mal was anzuschauen oder was abzubauen. Andauernd kommen die angerannt und bewerfen dich mit Steinen. Sumpf ist halt, ja, Sumpf ist einfach hässlich. Man sieht die Gegner nicht richtig, alle wollen einen umbringen. Na ja, gut, wollen die hier auch, aber im Sumpf will ich das ganze Gebiet einfach schon umbringen. Deswegen muss ich sagen, das Gebirge ist cool. Es sind nicht zu viele Gegner, die haben es dafür ein bisschen mehr in sich. Man muss halt etwas gucken, wie man kämpft. Gut ausgerüstet sein, aber ansonsten kann man halt wie hier einfach mal ein bisschen rumlaufen. Das hätten wir im dunklen Wald nie gekonnt. Silber. Und es gibt nicht ganz so viel zu sammeln. Ach nein. Kann ich den eigentlich jetzt schon hauen? Das war richtig doof. Das war richtig doof. Ich hatte leider kein Schild aktiviert. Und jetzt kommen wir hier noch voll in den Schneesturm. Schlecht. Ganz schlecht. Aber eigentlich können wir mit Knochenwanz und Schild ordentlich blockieren. Denn theoretisch muss ich gar nicht so dolle. Ja, 0,3. Wir müssen natürlich auch gucken. 7. Ganz schlecht. Nein, 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 nein. Mann, immer alle auf einmal. Muss doch nicht sein. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie da oben den Drachen kriegen. Ich habe keine Ahnung, wo der genau ist. Achso, der Drache kämpft gegen Golem. Eigentlich auch nicht schlecht. Nein, warum ist dieser doofe Stein im Weg? Gut, Leben ist erstmal wieder hochgegangen. Das passt. Da ist der Drachen. Das ist halt echt schwer. Eigentlich lieb, weil er hat mir ja geholfen. Warum hatte der so wenig Leben? Haben wir den doch schon getroffen gehabt? Oh
geil, sogar perfekt blockiert. Geht bei den Golems also auch. Und bam, habt ihr gesehen, wie viel Schaden das auf einmal reingepfeffert hat. Also wir müssen die perfekt blocken. Dann sind die anscheinend noch viel anfälliger. Oh, das hat ja gerade richtig heftig Damage gemacht. Geil. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist hier Silber? Was ist denn das Cooles? Okay, also hier muss irgendwo das Silber sein. Bam. Was ist denn das Cooles hier? Deiner Unterschlupf, wenn der Schneesturm kommt. Ach, wieder nur wertvolle Sachen. Also, auch schön. Ich reg mich auf, dass nur wertvolle Sachen sind. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn wir mal irgendwas Neues finden. Warum gibt es kein Drachenfleisch, was wir essen können? Ich würde halt echt ganz gerne langsam mal bessere Lebensmittel kriegen. Ich weiß, in den Ebenen kommen dann noch ein paar Sachen dazu. Aber ich hätte es auch hier im Gebirge nicht schlecht gefunden. Mal irgendwas, was uns mal noch ein bisschen mehr Leben reinballert. Weil, weiß nicht, auf was kommen wir denn aktuell? 120 oder so. Ausdauer ist okay. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr Leben bekommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, weil ich habe Anfang der Folge wieder ein paar Kommentare eingeblendet. Oder wie wäre das richtig in Deutsch? Ich werde Anfang der Folge ein paar Kommentare eingeblendet haben. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ja, danke erstmal für den Tipp. Also wir können leider keine kleinen Sträucher oder kleine Bäume pflanzen. Geht wieder nur mit einem Mod. Ich habe schon überlegt, eigentlich wäre es cool. Ich sag mal, wir machen uns das Spiel damit ja eigentlich nur schöner. Nicht unbedingt groß unfairer Vorteil. Das macht der Transport-Mod schon, aber oder der Teleport-Mod schon. Das stimmt, aber ja, vielleicht, ich werde einfach mal ein bisschen rumgucken, was es so Schönes in der Mod-Welt gibt. Ja, an sich wäre das schon eine Überlegung. So ein paar, also mir geht es jetzt nicht darum, ach, hier kommt irgendwas. Hier wird es echt immer schlimmer mit dem Wetter. Die Wölfe sind irgendwie gar nicht in Sicht. Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt unbedingt Himbeersträucher anpflanzen können mit einer Motte und uns dann unendlich Himbeeren gönnen. Sondern eigentlich nur so rein aus designtechnischen Gründen. Wäre doch cool, wenn wir so ein paar Büsche und sowas... Ah, da ist ein Drache. So einen kleinen Vorgarten oder irgendwie sowas in der Richtung bauen könnten. Oh, das war aber verdammt knapp, glaube ich. Aber man sieht halt auch so absolut gar nichts durch den Schneesturm. Ja, einfach der Optik wegen halt, ne? Wäre schon cool. Wir haben hier schon wieder Silber. Markier es mir mal hier. Also davon finden wir auf jeden Fall genug. Aber ich glaube, wir müssen dann demnächst, also wir werden jetzt noch ein bisschen Silber sammeln, gucken, dass wir die ganze Ausrüstung hochstufen. Wir müssen ja auch so oder so noch ein Drachenei finden. Also das steht erstmal so auf der Agenda drauf. Ansonsten müssen wir auch demnächst irgendwann mal noch in den Sumpf. Ein bisschen Eisen brauchen wir noch, weil ich würde sehr gerne die Eisennägel herstellen, dass wir uns ein großes Boot bauen können. Ich sag mal, mit dem großen Boot dann... Ah, ich muss das... Mit dem großen Boot und dem Torga Reißzahn würde ich mir tatsächlich mal zutrauen, so einer Seeschlange Hallo zu sagen. Bam. Flieg nicht so weit weg, bitte. Wo ist das Zeug jetzt hingeflogen? Da, wo er gestorben ist, ne? Oder wo er gelandet ist. Gestorben ist er ja schon in der Luft. Was denn jetzt noch? Die sieht man halt aber auch echt schwer, ne? Wo ist er hin? Da kommt er her. Bam. Zack. So, den einen haben wir schon mal gefunden. Der andere ist hier drüben gelandet. Ey, Drachentrophäe. Neues Herstellungsrezept. Drachenhelm. Okay. Ach ja, in dem einen Kommentar stand natürlich auch drin,
Ich hatte ja erst gesagt, cool, wir kriegen den Helm von der Drachenmutti. Aber dann stand drin, ganz so ist das nicht. Wahrscheinlich nur eine, ich glaube, es stand drin nur eine Zutat dafür oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Rezept bekommen und unsere erste Drachentrophäe. Das finde ich schon mal mega cool. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten direkt wieder heim und erstmal an der Schmiede oder Werkbank oder was auch immer gucken, was wir damit machen können. Wie sieht's denn aus? 15 Minuten ungefähr Folge. Wenn wir jetzt hier langlaufen, wo sind wir denn? Ja, wir sind eigentlich gar nicht so weit. Komm, wir laufen hier mal wieder runter in den Sumpf. Ich glaube nur fast, dass wir in dem Sumpf hier keine offene Krypte mehr hatten. Oder Krypta. Ich glaube nämlich, wir sind da fast so gut wie durch. Wir laufen jetzt erstmal hier rüber. Dann haben wir erstmal das Stückchen hier schon so weit erkundet. Zwei Wolfspelz haben wir ja schon. Das heißt, wir können ein Rüstungsteil noch hochstufen auf die 3. Ja, ich denke, es ist sinnvoller, wenn wir uns zum Knochenbandsumpf teleportieren. Oh, hä? Wo kam er her? Cool, dass er jetzt nochmal kam. Wer weiß, wie lange der uns schon hinterhergerannt ist. Und auch noch ein Zahn, das ist sehr schön. Ich finde das cool. Hier drüben kompletter Schneesturm, 2 Meter weiter. Perfektes Wetter, blauer Himmel. Gefällt mir. So. Naja, dann haben wir 3 Wolfspelze bekommen. Wir haben vor allem die Trophäe. Ich möchte jetzt unbedingt schauen, was wir damit machen können. Ich bin da einfach viel zu neugierig, als dass ich jetzt mit euch noch 3 Folgen lang... Was haben wir denn hier? Der Uralte? Wieder ein neuer Platz, oder? Nee, das war von damals schon. Den haben wir hier drüben besiegt, auf jeden Fall. Und hier die Dinger können wir kaputt hauen, da ist auch immer was drin. Blaubeeren, Feuerstein. Ah, und einfach mal eine Runde entspannen im dunklen Wald. Mit der Wolfsrüstung geht das, das egal was kommt, tut uns allen nicht weh. Schön, wie komme ich denn wieder raus? So. 3 Augen waren drin, Feuerstein, bisschen Blaubeeren. Jedenfalls nicht verkehrt. So, jetzt lasst mal schauen, wir müssen hier so gerade durch. Das wird schon wieder ganz schön knapp in der Folge, ob wir es überhaupt noch schaffen nach Hause. Ich will jetzt aber auch nicht wieder straight durchs Gebirge rennen. Aber ich muss sagen, ich bin doch sehr zuversichtlich. Haben wir hier auch nochmal... Aber auch wieder derselbe Ort. Ich muss sagen, wenn wir es nochmal einen anderen Ort dazu finden würden. Wir hatten es ja schon mal. Ich weiß gar nicht, welcher Boss war denn das? War das Eiktür? Da war Eiktür. Hier oben. Genau, nee, der Uralte war es, ne? Der hier oben war der Uralte und hier unten. Ich muss sagen, wenn wir die wiederfinden, also egal ob Eiktür, Uralter, was auch immer, ich würde tatsächlich jedes Mal wieder hingehen. Einfach nur, weil ich finde, dass die Bosskämpfe echt Laune machen. Wäre natürlich auch geil. Blaubeeren. Wenn man irgendwie dadurch den Skill noch verbessern könnte, je öfter man die besiegt, dass die Fähigkeit, die man dadurch bekommen hat, immer noch prozentual ein bisschen steigt oder so. Keine Ahnung, vielleicht... dass die 3-mal auf der Karte insgesamt da sind, man halt jedes Mal 5% mehr bekommt oder so. Fände ich cool. Ich sag mal, die Fähigkeiten sind auch so schon echt stark. Oder vielleicht gar nicht unbedingt, dass die stärker sind, sondern einfach länger halten. Damit wäre ich auch schon happy. Ja, um nochmal zum Thema Seeschlange zurückzukommen. Ich würde nämlich schon mal fast sagen... dass wir eventuell nächste Folge uns mal wieder teleportieren. Irgendwo hier oben hin. Ich habe es mir mal wieder nicht markiert. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ich würde sagen, lasst uns nochmal hochgehen. Und wir hatten ja hier den Tod. Vielleicht wieder
ja, uns ein Eisenboot basteln und hier rüber. Oder ich weiß gar nicht, wo das Portal steht. Ich glaube hier irgendwo. Achso, Boot steht noch da. Stimmt, wir haben da ja noch ein Boot. Aber da kommen wir nicht wirklich ran, weil so weit schwimmen können wir nicht, dass wir von hier bis hierhin schwimmen. Wie macht man das denn dann am besten? Obwohl. Wir haben das bestimmt, wir haben unser Portal bestimmt in den Sumpf gebaut. Auf jeden Fall wäre es schlau, das Portal dort zu bauen, wo das Boot war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es tut mir echt leid, aber ich finde das ist echt schwer zu merken, wo man wann was gemacht hat. Aber das werden wir ja sehen. Wir teleportieren uns dann gleich mal hoch und dann würde ich mal sagen, die eine Seeschlange, die war ja hier irgendwo. Obwohl ich glaube, die haben wir hier kennengelernt und die kamen uns bis hierher hinterher. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir die vom Festland aus einfach direkt Pfeilen beschießen können, bis sie nicht mehr möchte. Mensch, das läuft ja heute. Hinten ist noch eine. Die holen wir uns noch schnell, dann machen wir erstmal... Ah, das war... Okay. War ich zu übermütig. Gebe ich zu. Wir können es auch gar nicht mehr aufnehmen, weil wir sind voll. Ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. War auf jeden Fall wieder eine interessante Folge. Wir haben ein bisschen was zusammenbekommen. Wir fangen dann an, nächste Folge den Brustschutz oder Beinschutz hochzuleveln. Und dann gucken wir uns mal an, was alles mit der Trophäe so machbar ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.